Hi, good evening, everyone. On behalf of West Kowloon and Edward Lam's Dance Theatre, I would like to welcome you to this public seminar by Jan Peppenbaum, the head of design at the Schaubühne Berlin. My name is Ki Hong. I'm the head of theatre at the West Kowloon Culture District. This is the second edition of our What Is Stage program that explores the world of scenography, organized in partnership with Edward Lam Dance Theatre. Before we invite Jan to deliver his seminar, I would like to take this opportunity to thank Edward Lam for taking this amazing journey with us. The Hong Kong Academy of Performing Arts and the School of Theatre and Entertainment Arts, as well as the Goethe Institute Hong Kong, for your generous support and your belief in what we do. Without further ado, can I invite Mr. Jan Peppenbaum and our German translators, Eureka and Matthew, to join us on stage. Jan, please. Vielen Dank für die Einladung und einen schönen guten Abend. Ich bin seit knapp 20 Jahren Bühnenbildner und Ausstattungsleiter an der Schaubühne in Berlin, habe in dieser Zeit fast 50 Produktionen dort mit einem Bühnenbild ausgestattet. Ich kann konnte innerhalb des Seminars nur über wenige repräsentative Arbeiten sprechen und will versuchen, das heute Abend für Sie noch einmal kurz innerhalb des ersten Teils dieses Abends zusammenzufassen. Ich studierte ursprünglich an der Bauhaus-Universität in Weimar Architektur Anfang der 90er Jahre und war fest entschlossen, eigentlich Architekt zu werden und wollte nicht am Theater arbeiten. Aber ein Problem interessierte mich als jemand, der sehr viel ins Theater ging, schon während des Architekturstudiums, dass man heutzutage im Theater Stücke aus allen Zeiten, wo Theaterstücke geschrieben wurden, von der Antike über die Renaissance, vor allem über das bürgerliche Theater des 19. Jahrhunderts zeigt, aber nur noch eine Form von Theatern hat, nämlich die, wo man frontal vor einer Bühne sitzt, meist vor einer Portalbühne, obwohl die Stücke, die da gespielt werden, wenn sie nicht aus dem 19. Jahrhundert kommen, eigentlich eine andere Form der Zwiesprache zwischen dem Publikum und dem Schauspieler brauchen, was in diesen Theaterräumen immer nicht möglich war. Einen Entwurf dafür gab es schon mal von dem Gründer der Bauhaus-Universität, von Walter Gropius, ein sogenanntes Totaltheater, was in der Lage war, seine Form, die Position der Bühne und zum Zuschauer zu verändern. Es ist leider nie gebaut worden. Aber in Berlin ist in den 80er Jahren ein solches Theater entstanden, weil eine dortige Theatergruppe namens die Schaubühne, die sich in den 60er Jahren in Berlin gründete, genau dieses Problem erkannt hat und dafür einen Theaterraum brauchte. Und so entstand in einem wunderbaren Gebäude des deutschen Expressionismus, in einem ehemaligen Kino von Erich Mendelssohn, wo der Innenraum leider im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, ein Universaltheater, in dem es möglich sein sollte, alle Raumformen, die das Theater aus seiner Geschichte braucht, herzustellen, einzurichten und auch die Raumformen, die man noch nicht kennt, also experimentell zu arbeiten und neue Theaterräume zu erfinden. Es entstand eine wunderbare Synthese in der Erhaltung des denkmalgeschützten Außenraumes und einem riesigen, universalen Theaterinnenraum, der mit einem Instrumentarium aus Hubpodien, einer Arbeitsdecke und verschiedenen Rolltoren ermöglichte, eben diese unterschiedlichen Raumformen, Tribünenformen, Bühnenformen einzurichten. Und nun ergab es sich in dieser unglaublich tollen Zeit, die es in den 90er Jahren in Deutschland gab, nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, gab es eine unglaubliche Neugierde aufeinander. Es entstanden ungewöhnlich viele Stücke, es wurden sehr viele neue Spielstätten aufgemacht, um genau diese neuen Stücke auch alle aufführen zu können. Ich hatte das Glück, eine ganze größere Gruppe junger Regisseure kennenzulernen, die
die gerade so wie ich mit meinem Architekturstudium fertig waren mit ihrem Regiestudium. Dazu gehörte auch Thomas Ostermeier, mit dem ich bis heute hauptsächlich an der Schaubühne in Berlin arbeite. Wir fingen an, diese neuen Texte in allen Formen aufzuführen, und es gab auch Interesse der konventionellen Theater in Berlin, diese neue Energie in sich aufzunehmen. Und so bekamen wir Ende der 90er Jahre die Frage von der Direktion der Schaubühne: Habt ihr nicht Lust, mit diesen neuen Stücken, mit diesem neuen Nachdenken über unsere Zeit an unser Theater zu kommen? Und die Gelegenheit, in diesem Universaltheater arbeiten zu können, hat mich als Architekt dazu gebracht zu sagen: Okay, ich will am Theater bleiben, das interessiert mich. Über diese Erfahrungen dieser 20 Jahre mit diesem Universalraum und den Bühnen, die darin entstanden sind, habe ich in dem Seminar berichtet. Das, was uns in der ersten Zeit am meisten interessierte, waren eigentlich Räume herzustellen, die möglichst keine räumliche Trennung mehr zwischen dem Publikum und der Bühne haben, wo man sich authentisch in diesem Raum, in dieser szenischen Situation zu Hause fühlt als Publikum. Das sind meist Räume, die sind so entstanden, dass das Publikum im oder um diese Bühne herum saß. Das Material des Grundraums, was heller Beton ist in der Schaubühne, mit in den Räumen verarbeitet wurde. Hier sehen wir als Beispiel unsere erste Aufführung von Lars Noréns Personenkreis 3.1. Oder ein anderes sehr glückliches Beispiel, die Modernisierung des Stückes Wojciech von Georg Büchner, das wir dramaturgisch an den Stadtrand von Berlin verlegt haben, was an die Schaubühne in Berlin liegt, am Kurfürstendamm, was eher ein reiches Einkaufsviertel ist. Und diese Situation herzustellen, dass das Publikum mit in diesem Raum sitzt, haben wir eigentlich ein 360 Grad großes Totaltheater in einen der Schaubühnenräume eingebaut. Dieser Raum war eine Mischung zwischen einer hinterleuchtbaren Theatermalerei und die Verwendung der Originalmaterialien im Raum, die perspektivisch, malerisch so weitergeführt wurde, dass man realistisch den Eindruck hatte, man sitzt unter einer riesigen Autobahnbrücke. Durch den hinterleuchtbaren, riesigen Prospekt war es auch möglich, sehr konkret die Tageszeiten zu wechseln. Ein anderes Stück von Georg Büchner, Dantons Tod, war ebenfalls eine Bühne, eine Gelegenheit, das Publikum mit direkt an den Ort des Geschehens zu bringen, ohne dass es eine Trennung gibt. Ein Volkstheater, ein Marktplatz, der sich dann während der Aufführung zu einer Hinrichtungsstätte, von der Handlung her notwendig, zu einer Hinrichtungsstätte verändert und das Publikum eigentlich wie Schaulustige des Prozesses um diese Handlung herum saß. Aber hauptsächlich beschäftigten wir uns mit neuer Dramatik, mit neuen Stücken, die die Zeit und aktuelle Fragen an die Zeit stellen sollten, die oft sozusagen auch während des Prozesses geschrieben wurde, sodass man Räume entwickeln musste, die für ganze Stück Folgen da sind. Hier ein Beispiel für Stücke von Falk Richter, die zusammen mit dem Titel Das System über die Welt nachdachten und nacheinander jeden Monat ein neuer Teil erstellt wurde. Ich baute in einen der Schaubühnenräume wie eine Insel, auf dem das Publikum zusammen mit den Schauspielern saß und über die Themen der Stücke diskutierte, nachdachte.
Das waren in der Regel immer nur, weil sie auch schnell gewechselt werden mussten, sehr minimalistische Lösungen für die einzelnen Stücke. Aber der Raum lebte von der Leere, von der Einfachheit, fast von dem Minimalismus. Eine andere Überlegung, das Publikum mit in die direkt authentisch an den Ereignissen der Aufführung teilnehmen zu lassen, weil teilweise die Stücke auch sehr kurz waren und immer eigentlich eher so Splitter waren, die keinen ganzen Abend füllte, war ein Abend für die Produktion der Stadt, nee, die Stadt, der Schnitt, von Martin Kurimp. Die Einrichtung erstreckte sich über mehrere Räume der Schaubühne und war gestaltet wie eine Kunstausstellung. Es gab mehrere auch Exponate, die nicht sich direkt auf das szenische Spiel bezogen. Es gab Videoinstallationen, es gab Klangperformance. Und erst nach und nach taten sich die einzelnen Spielorte in dieser Ausstellung, durch die man lief, auf. Ein anderes sehr schönes Beispiel, das Publikum mit teilnehmen zu lassen an einer Aufführung, war eine Einrichtung für eine Bühne von Ein Sommernachtstraum von William Shakespeare. Eine Bühne, die eigentlich erstmal als transparenter, aber vielleicht konventioneller Körper im Raum stand. Aber das war dramaturgisch und der Raum war so eingerichtet, dass das Publikum, dass die ganze Vorstellung eigentlich wie eine große Party war, die in einem ehemaligen Schwimmbad stattfand. Und das Publikum betrat, genauso wie die Schauspieler von hinten, den Raum, nahm an dieser Party teil. Und eigentlich sollten sie erst dann in die Tribüne wechseln, wenn sie so erschöpft waren vom Tanzen, dass sie eigentlich nicht weiter konnten. Und aus dieser Erschöpfung heraus an dieser Vorstellung teilnehmen. Ja, und ein anderes und eigentlich das aktuellste Beispiel einer Art Raumbühne, in dem das Publikum aktiv in dem Raum sitzt, in dem die Handlung stattfindet, ist ein Bau eines Globe-Theaters für die Produktion Richard III., die auch hier in Hongkong zu sehen war, leider nur mit dem Bühnenbildteil, der bespielt wird, nicht mit dem Zuschauerraum. Der Raum hat die Wirkung oder sollte die Wirkung haben, dass man so nah an der Bühne ist, dass sich jeder der 300 Zuschauer angesprochen fühlt, dass eigentlich jeder das Gefühl hat, er sitzt in der ersten Reihe und könnte Und die Schauspieler, die auf der Bühne stehen, können jedem Zuschauer am Abend einmal in die Augen schauen. Nun eignen sich ja nicht alle Textvorlagen, dramatischen Vorlagen für diese Art von Räumen, für diese offene Zwiesprache zwischen dem Publikum und der Bühne, sondern es gibt natürlich auch die ganz klassischen Stücke, die wir trotzdem sehr gern spielen wollen, vor allem aus dem 19. Jahrhundert von Ibsen, Tschechow, Horvath, wo es eigentlich die klassische vierte Wand gibt. Und um diese Abgeschlossenheit der Welt darzustellen, versuchte ich eine moderne Form zu finden, die jetzt nicht das Portal, nicht den Rahmen hat, sondern dadurch abgeschlossen ist, dass die Bühne als freier Körper, als Exponat für eine Welt im Raum steht. Ja, hier sehr schöne Beispiele von die Kopien von Carol Churchill oder die Arabische Nacht von Roland Schimmelpfennig. Oder die Beispiele, die wir jetzt sehen werden, sind moderne Wohnwelten, die wir als Exponate eines besseren Lebens, einer schöneren Welt im Raum standen, für Nora von Henrik Ibsen. Diese Körper waren so konzipiert, dass alles, was das Stück braucht, nun hat es in dem Fall Ibsen auch einfach gemacht, weil es eigentlich wirklich nur in einem Haus, in unterschiedlichen Räumen eines Hauses spielt, aber dass diese Körper wirklich frei im Raum standen, das Publikum nicht sehen konnte, wie die Schauspieler auf- und abtreten, durch die Drehbarkeit des Körpers, was auch natürlich
das Exponat für die bessere Welt betonte, aber dadurch war die Faszination, hoffe ich, sozusagen auch groß, wie all das möglich ist, innerhalb dieses Körpers darzustellen. Oder hier ein freistehendes Bühnenpodest, was auch sich sozusagen sowohl vom Material wie auch von der Leere des Raumes sehr schön im Raum präsentierte, eine Bühne für die heilige Johanna der Schlachthöfe von Bertolt Brecht. Das fand dann seine Weiterentwicklung in der Produktion Hedda Gabler, ebenfalls ein Stück von Henrik Ibsen. Hier sieht man, auf dem Foto sieht man sehr gut das Exponat, den Minimalismus, den freistehenden Wohnraum im leeren Raum. Da machten wir es uns selber noch mal schwieriger, die Auf- und Abtritte des Schauspielers, die Abgeschlossenheit der Handlung zu verstecken, dass die Einrichtung noch reduzierter war und über der Bühne selbst ein Spiegel hing, der dem Zuschauer den Eindruck vermitteln sollte, er hat über alles den Überblick. Eine andere Insel im Raum war die Bühne für Blasted, für Zerbombt von Sarah Kane, die im ersten Teil ein verführerisches, schönes Hotelzimmer braucht, dann von der Realität der Gegenwart und der verdrängten Realität der Welt eingeholt wird der Journalist, die Hauptfigur des Stückes ist, es explodiert der Raum und es bleibt im Grunde, die heile Welt ist verschwunden, es bleibt nur noch das leere Podest, was mit dem Schutt der Explosion sich im Raum dreht. Diese wiederum neue Stufe der Einfachheit zu sagen, man hat nur noch ein Podest im Raum und kann es auf diese sagen, so weit reduzieren, inspirierte uns dann zu der Bühnenlösung für unsere nächste Arbeit oder für eine der nächsten Arbeiten für die Bühne für Shakespeares Hamlet. Es war die Frage, wie schafft man es, die vielen Handlungsorte, die Shakespeares Hamlet braucht, eigentlich ohne dass man die Bilder und die genauen konkreten Einrichtungen vorher vorgibt, zu ermöglichen, der Probe noch eine große Freiheit zu geben. Und so baute ich eher mehr eine technische Installation als eine Bühne, die aus einem riesigen Podest, einer verfahrbaren Traverse und einem goldenen Kettenvorhang bestand. Und die dritte Form oder eine weitere Form möglicher Bühnenkörper im Raum, über die wir gesprochen haben, ist dann doch die klassische Box, die dann aber so stark ist im Material und so abgeschlossen, dass darin eine ganze Welt entsteht und die handelnden Figuren, die Schauspieler, diesen Raum eigentlich nicht verlassen können. Hier als Beispiel die Bühne für Maß für Maß von William Shakespeare. Oder zwei noch sehr glückliche Arbeiten dieser Art, die auch in dem abgeschlossenen Kabinett stattfinden, ist zum einen die Arbeit Ein Volksfeind von Henrik Ibsen, wo der Raum nicht mehr diese teure repräsentative Architektur auf der Bühne hat, sondern eigentlich dort sind ist das Interieur, was man sich erträumt, was man dann doch irgendwann gerne besitzen würde, nur noch an die Wand gemalt. Und es ist ein Raum, der eigentlich performanceartig zu nutzen ist. Auch weil er von den Schauspielern während der Aufführung selber verändert wird, die Realitätsebene des Raumes sich ändert, weil dieses abgeschlossene Spiel plötzlich zu einer Veranstaltung, zu einer Diskussion mit dem Publikum umschlagen soll und so der Raum zu einem Veranstaltungsort wie in einem Rathaus, wie in einem Versammlungsraum wird.
Oder eine sehr schöne, auch eine der letzten Arbeiten vor einem Jahr hatte es Premiere, Professor Bernardi, ebenfalls ein abgeschlossener heller Raum, der gleichzeitig ein Videoscreen und eine Leinwand ist und es ermöglicht, obwohl man die Auftritte erst gar nicht sieht, dass ständig die unterschiedlichen Möbel für die Szenen wechseln. Ja, im nächsten Teil des Seminars haben wir gesprochen über den Umgang und das Denken mit Materialien, wie wichtig die Materialien für die Bühne sind, dass sie zum einen eine eigene Geschichte haben und diese eigene Geschichte nicht nachgemacht wird, sondern aus der eigenen Vergangenheit des Materials lebt. Also hier zum Beispiel bei Hamlet war es so, dass dieser Raum hauptsächlich von dem Gedanken ausging, was gibt es für ein Material, was für alle Orte steht, die ich für die Szene brauche und was den Schauspieler gleichzeitig animiert, dazu Lust zu bekommen, in diesem Raum so zu spielen, dass er auf der Probe unglaublich viel improvisieren und erfinden kann. Wir haben darüber nachgedacht, welche Materialien man auf der Bühne nutzt und dass ich versuche, Materialien wie die Erde bei Hamlet, die einfach für die gesamte Zeit steht. Erde ist etwas, das gab es auf Schlachtfeldern zur Shakespeare-Zeit, das gab es oft auf Schlachtfeldern heute. Und gleichzeitig gab es als Kontrast zu dieser Erde den goldenen Vorhang, den man öffnen und schließen konnte, sodass man Innenräume und eine Trennung zwischen Innen- und Außenräumen herstellen konnte. Dieser goldene Vorhang diente gleichzeitig, weil ich es nicht mag, dass man, wenn man Video benutzt, Videoscreens zusätzlich in den Raum hängt, als Möglichkeit, die Videoprojektion zu zeigen. Diese Erde zeigt nochmal grundsätzlich eigentlich das Denken, dass es wichtig ist, dass man den Schauspielern nicht die Bilder vorgibt bei der Probe, wie etwas auszusehen hat, sondern wirklich die Möglichkeit so weit wie möglich offen lässt, lieber hunderte von Bildern hängt, die inspirierend wirken. Um diese Materialien zu finden, beziehungsweise um Neues in die Produktion oder in die Werkstätten einzubringen, ist man eigentlich aufgefordert, immer umherzulaufen und Materialien und ihre Eigenschaften zu sammeln. Hier zum Beispiel der goldene Vorhang bei Hamlet stammte ursprünglich mal aus einem Nachtcafé. Dort hatte ich das beobachtet, wie man durchschaut, wie sich das durch das Licht öffnet und schließt und habe das dann in diese Produktion übernommen. Die gleiche Idee hatten wir in die Produktion für Richard III. Übernommen. Dort ist als Animation, als Spielfläche ist es keine Erde, es ist ein Lehm, es ist ein Sand. Der ist auch an die Wände gekommen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, gut und wichtig, dass es immer so wenig wie möglich Materialien sind, obwohl man möglichst viele Bilder, möglichst viele Situationen darstellen will und dass das Material eine eigene Geschichte hat und aus einer eigenen Herkunft. So gelang es mir zum Beispiel für diesen Raum, für das Globe Theater, für Richard III., ein Material zu finden. Eher durch Zufall stieß ich darauf von einem Tempotrom. Und das Großartige dieser Materialien, deren Patina man nicht in den Theaterwerkstätten nachmacht, ist, dass das Material selber eigentlich besser wird durch den Auf- und Abbau, durch die Nutzung. Nochmal kurz zurückzukommen auf diese Überlegung, dass man den Schauspielern keine vorgeschriebenen Bilder vorgibt, um diese Fantasie, die man selber gar nicht haben kann, zu ermöglichen für die Szenen, ist es notwendig, dass man wirklich durch die Stadt geht, die Kamera dabei hat, immer Bildersituationen sammelt und die dann auf den Proben zur Diskussion stellt.
Und eben auch ja, sozusagen diese Eigenschaften der Materialien, die man dann in die Werkstätten bringt, mit denen man die Regisseure versucht zu überzeugen, dass man damit arbeitet, zu sammeln. Wie hier jetzt nochmal Beispiele von Bauplanen, von deren Eigenschaften im Licht, die dann bei der Produktion Ein Sommernachtstraum eine Rolle spielten. Und es ist wichtig, dass man dann für die Arbeit an den Stücken, an den Materialien eigentlich immer eine Sammlung von Materialien und deren Phänomenen hat, sodass man sie dann auch in der Besprechung mit den Lichtdesignern, mit den Werkstätten zur Verfügung hat, wie jetzt hier nochmal die Sammlung der Fotos, die Grundlage waren für dieses schwarze, glänzende, einfache, aber teure Material bei Untereis. Ein anderes, nochmal ein wunderbares Beispiel darüber, des Nachdenkens über Materialien, war dieser Kasten für Maß für Maß von Shakespeare, der einfach in einer herrschaftlichen Welt spielen sollte, die gleichzeitig in einem großen Grad von Verwahrlosung hat. Es sollte ein goldener Raum sein, der aber gleichzeitig wirkt wie ein Schlachthof, und der aber auch so zu verwenden ist, dass man ihn ausspritzen kann, dass er ein eigenes Alter hat. Und es gelang, ein Material zu finden. Es war im Grunde wie in dem Fall leider kein Gold, sondern es war ein Messing. Es waren ganz, ganz, ganz dünne Messingblätter, die wir aufkleben konnten. Und der Raum schon durch diese Verwendung dieses Originalmaterials eine Patina bekam, weil das Material selber alterte. Die Schauspieler, waren in diesem Raum eingeschlossen. Sie hatten keine Möglichkeit, ihrem eigenen Schicksal und diesem Charakter dieses Raumes zu entgehen. Ja, der Umgang mit Material, in dem Fall nochmal auf die Box von einem Volksfeind. Es ist nur ein abgeschlossener Kasten, das Interieur, was in dem eigentlich gewohnt werden soll, ist an die Wände gemalt, ist ein schwarzer Kasten mit Schultafelfarbe. Und was man aber nicht glauben mag, ist der Augenblick, wo die Schauspieler auf die Bühne kommen und den gesamten Raum weiß streichen, ihn überstreichen, weil man sich nicht vorstellen kann, dass dieser Aufwand, diesen Raum jeden Tag neu zu malen, diese Zeichnungen jeden Tag an die Wand zu bringen. Und aber genau das, dass es diesen Grad von Einfluss auf das Geschehen eines Abends gibt, dass man im Publikum sitzt und das Gefühl hat, dieser Abend findet heute nur so statt, und wenn ich diese gleiche Vorstellung morgen wieder sehe, ist sie eigentlich wieder ein Stück anders. Jeder Abend hat etwas Authentisches, was es eben nur heute gibt. Das macht, glaube ich, Theater wesentlich aus. Das unterscheidet es stark vom Film und vom Fernsehen. Ja, und zum Abschluss nochmal im Nachdenken über die Materialien und die Art der Bühnenräume. Das, was uns in der Auseinandersetzung mit unserer eigenen Generation und wo man ankommen möchte und was man sich erträumt, die Exponate, die Architekturkörper, die frei im Raum für die Stücke von Henrik Ibsen. Hier nochmal das Beispiel von Nora. Ich als studierter Architekt glaube ja immer noch daran oder an dieses Ziel der Architektur, dass man durch eine vereinfachte, durch eine schönere Umgebung, durch eine klare, eingerichtete Lebenswelt viele Probleme, mit denen wir uns täglich rumschlagen, lösen kann. Und dass man das Leben durch eine klügere Architektur und eine schönere Architektur einfacher machen kann. Und dieses Ziel oder diese Überzeugung, diese wurde jetzt konfrontiert mit der Dramatik von Ibsen, die eigentlich uns immer wieder zeigt, dass sich die Probleme wiederholen, dass man den Problemen nicht entweichen kann. Und ich glaube immer noch, dass diese Konfrontation das Drama eigentlich noch stärker gemacht hat.
Vor allem wollte ich, dass diese Bühne, dass diese Art von Bühnen das Publikum erstmal verführt, dass man den Raum betritt und nicht auf eine Einrichtung schaut, auf ein Interieur schaut, auf eine Wohnung schaut, wo man glaubt, na, wenn man so wohnt, dann kann es ja sozusagen kann's nur schief gehen, sondern dass man auf eine schöne Welt, auf ein schönes Interieur, so wie man selber auch mal wohnen möchte, schaut und dass man eingeladen wird in diese Welt und dann eben Ibsens Drama von hinten herum zuschlägt. Da man das Gleiche so jetzt nicht nochmal wiederholen konnte, ist dies, man bei dem Stück aber vor der gleichen Aufgabe stand, ist die Bühne für Hedda Gabler, wo es uns Ibsen insofern auch einfach gemacht hat, dass es eben nur in einem Wohnhaus spielt, viel minimalistischer, einfacher, für mich als Architekt auch verführerischer ausgefallen. Diese Produktion ist, es ist nicht die Konkurrenz von hier, ist in 2 Wochen auch nochmal, wer Zeit oder eventuell dort ist, in Shanghai zu sehen. Und ich wäre hiermit jetzt auch erstmal am Ende meiner Zusammenfassung unseres Seminars, worüber wir gesprochen und nachgedacht haben, und freue mich dann anschließend auf eine angeregte Diskussion. Danke. If it was not so clear earlier, just to say that Jan has already been in Hong Kong for almost a week. In the last 4 days, he spent almost 4 or 5 hours every day with a group of 30 participants from Hong Kong with a range of backgrounds, from designers, stage designers, to film directors, stage directors, architects, so on and so forth. In 4 days of the artist seminar. So in a way, today was almost like a reportage as well to a wider group of people who have not had a deeper encounter with the work of Jan Peppenbaum, especially at the Schaubühne. So in this moment, before we open into the Q&A, we will just take a short moment for some of the participants to respond almost, I think, both the experience of the last 4 days, but also more specifically, the areas that Jan has so generously opened up to share with us. So I'll hand this time over to Edward Lam, who's my partner in crime in this program. And so he will moderate this section with the participants. Edward, please. Okay. During the last 4 days, we actually share a lot of, a lot about Mr. Peppenbaum's work in the form of a seminar or in a form of a class. So we have today our 4 representatives of the 4 groups, and shall I ask them to introduce themselves to you, and then let's share the reflection with the audience here and also Mr. Peppenbaum. Let's start from group 1, right? I'm from Group One, and my name is Kay. 我哋諗到一個即係關於 Jan Peppenbaum 一個 keyword， 咁就係 origin， 即係咁，但係中文我哋會解根源啦或者本質。 好明顯咧，阿 Jan 即係佢自己作為一個以前係一個 architect 啦，咁佢其實作佢嘅設計嘅作品咧，其實都係。 同個環境啊，有生活日常生活係有關，即係佢會將劇場係視為成個整體。stage design 就唔再係淨係一個 backdrop， 或者一啲硬邦邦嘅道具啊、佈景板擺喺個台上面。咁佢喺其實設計嘅過程入面，佢都會諗埋演員嘅嗰啲 movement 啦，同埋觀眾嘅參與。咁佢會無論係點樣嘅設計，例如好一個大嘅箱咁樣，佢都會利用可能天花板或者台板延伸到去觀眾席，令到觀眾係可以融入嗰個空間，去相信同埋去同嗰個空間並存，而唔係淨係一個平面嘅去觀看咁樣。好明顯，佢係透過佢嘅日常生活嘅觀察啦，同埋佢有一種即係。
獨特嘅觸覺咁樣，佢去用一啲材料帶到落個stage design。咁例如呢個係就係 Hamlet 嘅嗰個 stage design， 嗰啲嗰啲泥啦，咁其實就係即係聯想到戰場啊咁樣。咁呢啲係好直接將生活帶到去劇場嘅例子啦。咁亦都除咗呢張相之外，咁例如頭先 Nora 即係一個好好現代。interior design 嘅嗰、那個，好似一間屋嗰個例子啦，咁又或者 under eyes， 即係黑咪蚊有一張長台嘅嗰一個，同埋佢好多時喺生活上見到嗰啲大型嘅廣告板啦，咁其實佢都用呢啲嘅元素，呢啲 observation 就擺咗落去個設計度。咁其實我哋嗰個 reflection 就係我哋帶翻嚟香港嘅劇場，可能觀眾睇一個舞台劇，台上面嘅嘢，我睇到乜就係乜。佢如果係即睇到啲咩，我哋係追求象徵，又或者令到我哋知道呢樣係乜嘢。咁但係其實阿 Yan 個例子話俾我哋知，其實就係、是、即本身創作應該係源自自己本身。因為文本本身就是一個已經擺咗喺度嘅嘢，但係你點樣去傳譯或者去interpret 就係屬於你自己嘅嘢咯。咁先至會令到即係劇場係一個即係會先至會出現一個係流動嘅空間咁樣，而唔係即係好似一個電視框咁俾啲咩你就睇咩咁樣。Right, thank you, Kay. So shall we have group two, Indy?係，我係第二組嘅 Indy 啦。咁我哋過去嘅工作坊裏邊咧，我揀選咗阿 Yan 所講嘅 materials 作為我哋嘅一個反思。materials 即係物料。materials 咧，其實有陣時都係一個好難去切入去討論嘅一樣嘢嚟嘅。因為佢涉及嘅咧係另外一個嘅詞語，嗰、那個詞語咧就叫做 real， 即係真或者真實咁解啦。咁但係咩係一啲真實嘅感覺咧？而喺到舞台上面去呈現嘅時候，又係邊一？種真實的感覺呢你看到在工作坊裏面我們會看到 Yang 雖然就用了一些很日常生活裏面我們可以見得到找得到的一些物料譬如是沙啦、泥土、啊、木塊、啊、或者甚至乎一些大塊的廣告板甚至乎玻璃但是他就將這些我們日常會見到的物料呢就放入到另一個新的場景裏面而將這些就將他們呢就呈現這樣嘅呈現就會唔會係有所謂嘅一個嘅真嘅場景出現呢即係咁樣講，或者係咪會將一個將佢哋聯繫起嚟喺呢個舞台啦、演員同埋觀眾，甚至乎包括啲社會議題嘅一啲真實嘅一啲嘅反射呢我哋呢組咧就選擇咗其中阿 Yan 嘅一個設計咧，就是、Hamlet 哈姆雷特嘅一幅相。咁大家你要見到咧喺個設計，即係呢一幅相上面咧，佢個地板主要用嘅係嗰啲泥土啦。咁佢喺個工作坊裏面都講咗佢點樣去揾啲泥土，係可能用好多唔同嘅一啲物料啦，或者唔同嘅泥嘅質地咧，將佢組合埋一齊，而去形成到依家呢個設計上面所用嘅泥土，可以俾到演員喺上面又做到唔同嘅動作啦，甚至乎有啲場景。的時候演員會吃那些泥土這樣去的而這一大片的泥土呢就作為角色他們在身處了不同的場景而不是我們日常所見到一小片的城市花園的觀景作為一些功能性的物件的這些泥土呢會給到觀眾和演員帶來一種怎樣的感覺呢是一種好像污糟的感覺、啊、還是一些很嚴苛的一些感覺呢透過去點樣選擇一啲物料 materials 去提供一個 grounding 俾演員、俾導演或者其他嘅設計師喺上面去做創作，而達至到佢所講嘅一個叫做 total theatre 嘅概念。那個 total theatre 概念唔係就係話將所有嘅塞曬上個台上面，而係提供一個頭先所講嘅 grounding， 就好似佢嘅一本書啦，嗰本書嘅名稱就係叫做 A Hole for the Past。多謝 Thank you, Indy. Vielen Dank. So, let's have some. 好。大家好，我叫 Pisa， 咁我係代表第三組咧，咁就講關於少少我哋對於 Yan Bobobum 嘅佢一啲設計，我哋一啲感覺。即係完成咗成個 workshop 之後，最感動我哋嘅就係 Yan Bobobum 佢對於 simplicity 同埋對於 minimalism 嘅一啲信念同埋一啲睇法。
我哋而家先睇一睇 Hella Gabler 嘅一個 set 嘅一張相先。大家面前見到的這個只不過是一個的 stage design， 但是對於 Jan Popovum 和他的團隊來說，他們在達至這個 stage design 之前，他們可能已經試過十個甚至二十個的不同的設計，而到最後才達至到他們最想要的一個 set design。Jan 成日都跟我們說一個字，就是 reduction， 他在這個減法裡面他怎樣去找整件事。我們現在成日都說話斷捨離，但是我們面前的這個人正正就是將斷捨離這一樣東西已經實行了二十年的人。他的斷捨離不單止只是斷捨離，而他是非常之精準的一個斷捨離。他不單止是他舞台設計上面有一個斷捨離，我們在他怎樣去描述他自己設計裡面，我們都見到他是一個很精準的人。他首先先講這個系列的其中一個 example， 這個一個 podium 的一個 design， 他其實在很多不同的戲都有做過這個 podium 的 design， 這個 Hedda Gabler。 接著他有另外一個 design 呢，就是Hamlet 的那款，它會形容做 theatrical installation。 它在這款設計裡面，它也都做了很多不同的設計。再另外有一個呢，就是 box set 的一個設計，一個 cabin， 它自己會形容，它也都做過很多不同的 design， 也都是在這個設計上面嘗試去玩不同的 variation。 所以它其實本身就是一個很精準地在它的設計，也都是在它描述自己和在它自己的理念的一個人。而他身為一個建築師的一個身份呢，我們也都會見到他很貫徹他自己對於建築設計的信念融入了他自己的設計那裡。那一樣東西，他的每一個 set design 都可以呈現到那個空間，和呈現到不同人之間的 interaction 和 dynamic。但是他不會多也不會少，需要的東西就在這裡，不需要的東西就會不在這裡。這句話聽起來好像廢話，但其實是很難做。但他們不單止會停留在這個位置，他們還追求每一晚都要 different every night， 每一晚都要不一樣。他們可以很大膽地將一些動物和將一些可變性很高的東西，每一晚都要用很多時間去 reset 的東西，他都會夠膽將它放在舞台上面，目的只是為了幫觀眾和演出之間建立一種 here and now 的關係，同一時間亦都希望觀眾明白那件事演出每一晚都是不一樣。多謝。Okay. Thank you. The next one would be Ella, right? 是，我是 Ella。咁啊，我想同大家分享嘅咧就係關於團隊合作。正確啲嚟講咧，其實係講緊團隊創作。其實Young 咧都有跟我們分享過，其實做一個作品的誕生其實不是一個獨立的個體創作，而是一個共同的創作來的。那雖然呢，這個其實聽起來好像是一個老生常談，但是我想分享一個我自己認為比較深刻的例子。就有一個編劇呢，他是很想寫一個劇本文本，是關於系統 system 或者是一些商業上的一個主題。咁佢腦裏面有好多好多嘅 ideas 啦，亦都有好多好多嘅筆記寫低咗。咁但係佢仲都未能夠將佢變成係一個文本。咁佢咧就將佢嘅 ideas 啊，佢嘅筆記咧都分享俾阿 Young 啦。咁然後阿 Young 咧就收集咗呢一啲收集咗佢呢一啲 notes 同埋 idea 之後咧，佢就出咗去，亦根據佢呢一啲嘅材料咧，影咗好多佢認為同呢個主題係有關嘅相，然後將呢一大堆嘅相咧就俾翻呢一個編劇，跟住咧呢個編劇咧就將呢啲相咧黐曬喺佢成間房嗰度，咁然後咧佢就喺呢間充滿住呢啲相嘅房裡面咧就去寫佢嘅劇本。根據呢個劇本咧，咁佢都自己做埋導演啦，咁所以咧就會成就咗我哋睇嘅其中一個作品，就係《Under Eyes》。咁我點解會聽呢個例子會覺得咁深刻咧？就係其實佢呢個例子俾我明白到，就係佢重新認識啦。其實孕育一個作品嘅過程同埋次序咧，其實冇一個既定嘅一個過程嘅，即係嗰個唔一定係有文本我哋先至去諗點樣去設計。其實designer 啦，同埋嗰個playwright 或者個 director 其實係一齊
共同的創作的。咁喺個創作上面，亦都冇一個主持嘅崗位啦，亦都冇一個咁樣嘅位置。其實任何一個崗位咧，都可以做一個啟發呢個作品嘅源頭，亦都可以帶動呢個作品一步一步咁樣去誕生啦。Thank you. Right. Yeah. Would you like to? Would you have any respond to the reflections? Nein, ich fange sozusagen vielleicht mal. Ich kann das jetzt nicht alles nicht auf alles eingehen. Ich gehe vielleicht mal auf zwei Gedanken ein. Vielleicht zuerst auf den letzten, was die Zusammenarbeit angeht. Die Arbeit des Teams ist natürlich eine ganz wichtige Arbeit. Es ist auch bei uns so, dass es am Schluss ein dass der Regisseur, der für den Abend verantwortlich ist, natürlich der ist, der am Schluss die Entscheidung trifft, was die richtige Entscheidung für den Abend ist, weil er den Überblick oder den besten Überblick über die gesamte Arbeit hat. Aber natürlich ist es im besten Fall ist es ein Austausch, das, was die Künstler innerhalb eines Entwurfsprozesses machen, ob das die Bühne, das Licht, das Kostüm, die Musik ist, sind natürlich nicht nur Reaktionen auf etwas, was der Autor und der Regisseur sich wünscht, sondern sind natürlich Angebote. Unterschiedliche Entwürfe sind Angebote, die Fotos sind Angebote. Die Fotos hat man ja sehr häufig auch schon viel früher gemacht und hat sie in einem riesigen Archiv und sucht sie raus und sozusagen verständigt sich über diese Entwürfe, über diese Fotos darüber, wie man eine Aufgabe, die ein Stück vorgibt, löst. Und man tut der Vorstellung, der Inszenierung einen großen Gefallen, wenn man es schafft, immer wieder diese Offenheit zu behalten und nicht auf einem eigenen künstlerischen Copyright zu bestehen, sondern eben darüber nachzudenken, was das Richtige sein mag für einen Abend. Weil wenn letztendlich eine Vorstellung beginnt, wenn, wie man sagen würde, der Lappen hochgeht, wenn es einen geben würde, ist, dass es einfach eine tolle Veranstaltung wird, eine tolle Inszenierung wird, egal von wem welche Einzelidee kommt. Und das Zweite, was mir jetzt bei der nochmal auffiel, war das Nachdenken über die Frage, was ist Realität oder was ist das Konkrete, was an Realität einfließt. Da finde ich sehr wichtig, dass mich, glaube ich, oder sagen, was mein Denken schon auszeichnet, ist, dass ich nicht Sachen erfinde, Sachen nicht erfinden kann, die es nicht gibt. Ich habe da, glaube ich, auch nur die künstlerische Fantasie eines Ingenieurs. Ich sammle Situationen, ich sammle Materialien und die jedes Stück sagen versuche ich darauf zu untersuchen, was braucht es mindestens, um das, was das Stück erzählen will, um die Orte und die Situationen des Stücks zu ermöglichen. Und diese Bausteine, diese gesammelten Bausteine versuche ich dann auf den Punkt zu bringen und in einer möglichst einfachen, in sich geschlossenen Lösung zu präsentieren. Und meine Leidenschaft kocht da eigentlich hoch, wo es darum geht, eben diese Bausteine schon, die einen Abend braucht, alle schon in sich zu tragen, alle schon auf der Bühne, auf der möglichst minimalisierten Bühne vorhanden zu haben und die Magie dadurch aufkochen zu lassen, dass Sachen möglich sind, an die man vorher nicht glauben mag, ohne dass zwischendurch sich ein Vorhang schließt oder das Licht ausgeht und die Szene wechselt. Ja, vielen Dank. Maybe at this point we'll just open up to the floor for some quick questions. I'm very interested in your background. Do you have a favorite architect? If you do, how does he or she affect or influence you in perceiving a good design? Thank you. Ich glaube schon, dass es damit zu tun hat, was ich gerade noch mal beschrieben habe, diese Denkweise, die Funktionen und Situationen
möglichst in einer reduzierten, überschaubaren Art zusammenzufassen. Viel mehr kann ich dazu. Das ist natürlich geprägt durch die spezielle Architekturausbildung, die ich an der Bauhaus-Universität in Weimar, da ist ja das, was vorhin als der Begriff Kill Your Darlings beschrieben wurde, hieß an der Hochschule ja immer Less is More. Und da wurde man ja darauf trainiert, die möglichst in den Materialien, in den Situationen einfach zu sein. Und das prägt mich, glaube ich, bis heute. Und es ist natürlich das Interesse an den, zum einen an den Raumsituationen, wie werden die Räume genutzt, also nicht nur durch die Schauspieler, sondern eben auch durch das Publikum, und das spezielle Interesse am Material, dass man Material nicht nachmacht, sondern dass man Material findet, was für den Schauspieler nochmal inspirierend ist, eine Fantasie zu entwickeln für Sachen, die man sich selber gar nicht ausdenken konnte, und Materialien zu finden, die eben auf der Bühne, in der Nutzung auf der Bühne nochmal altern. Can I take one more question? Yes. Thank you. I'm quite interested in word keywords that you always mention through the seminar. It's Gesamtkunst, that is the total art. Actually, on the first day, when you talk about the total theater idea by Gropius, it reminds me of the total art idea by Wagner. Given that Wagner is also like a few decades before, I think, Gropius, and he also designed his own opera house, not only composing music and orchestration. So do you think that there's some connection from the total art and the total theater? Because I think in your seminar, the total theater is more on the architectural design. And I think in your works in the Schaubühne, you actually achieved the total art with the different works that can suit into the three spaces in the Schaubühne. Is that, does it make another kind of difficulty when you tour the works outside the Schaubühne, except for a few exceptions like the premiere of the show of Measure by Measure in the Salzburg Schauspiel? Thank you. Also erst noch mal zur ersten Frage des Gesamtkunstwerkes. Da geht es ja wirklich nochmal eigentlich anknüpfend auf das, was ich am Anfang auch nochmal sagte. Es ist eigentlich runtergekocht, geht es da ja eigentlich um eine kluge Teamarbeit. Einfach wissend, dass Theater oder wie bei Richard Wagner dann eben letztendlich die Oper nicht allein durch einen Künstler allein kreiert und bestimmt wird, sondern eben von der Qualität mehrerer und der Fantasie mehrerer Künstler abhängig ist, und das in einer klugen Weise gleichberechtigt stattfinden zu lassen, aufeinander zu hören, dem Raum zu lassen, auch für die Zusammenarbeit dieser Künstler. Das ist, glaube ich, das Wichtige am Gesamtkunstwerk, damit es überhaupt wachsen und groß werden kann. Und die zweite Frage natürlich ist, wenn man das konsequent denkt, dass man offene, untypische Räume kreiert, die sich speziell auf die Erfordernisse der einzelnen Stücke bezieht, ist es immer schwierig, damit auf Gastspiel zu gehen. Es gab auch schon Stücke, wo das gar nicht funktioniert, weil man natürlich mit konventionellen Theaterarchitekturen zu tun hat, die klare Bühnen haben, die eiserne Vorhänge haben, die starke Begrenzungen haben. Aber es gibt auch, andererseits gibt es auch schöne Herausforderungen dabei. Zum Beispiel führt das ja manchmal dazu, dass man sich für Bühnen, mit denen man auf Gastspiel gehen will. Ich hatte während des Seminars das Beispiel von Wojciech gezeigt, dieses große Panorama, was wir in der Schaubühne
was ich in die Schaubühne gebaut hatte, als wir damit in Avignon im Papstpalast gespielt hatten, wo ich dieses große Panorama durch Three Billboards, durch drei große Werbewände ersetzt hatte, die fest dort standen und sich verändern konnten. You know, at this point, I just want to close by making a very quick remark, because, you know, the idea of the Total Theater is kind of such an urgent and a timely reminder, you know, especially from my point of view, you know, as West Kowloon is building so many theaters, we have to think very, very specifically and also carefully what kinds of theaters we want to build, not just in terms of actual buildings, but I think the idea of the kinds of theaters that are living that we want to see in the future. I mean, when Jan first started, he talked about his background in the Bauhaus. And of course, in many ways, this is a very acutely modern and perhaps now contemporary question about solving these kind of problems about human dynamics, interaction, and collaboration between disciplines. In many ways for me, these 4 days or to today, you know, you have opened up 20 years of your life to us. And it's such a precious moment, because through these 20 years, as you encounter, as you deal with this modern problem of what is the Total Theater, I think it has given us a very important window to think about and to reflect what Edward calls the theater of the future. So I'm excited that tomorrow I will have an opportunity to bring you to West Kowloon to see one of our theaters. But, and I will also say this publicly, that maybe at some point it will be fantastic for you to come back, perhaps not just with a production, but I think perhaps with an exhibition of all these models that you have in your storage. Yeah, do you think you would consider to come back to work with one of our directors who might be in here or not in here in the future? Warum nicht? Ich habe allerdings, ich hoffe natürlich erstmal, dass ich dadurch, dass ich meine Erfahrungen, dass ich über meine Erfahrungen gesprochen habe, dass Ihnen das was nützt. Das würde mich sehr freuen. Allerdings hätte ich natürlich, sagen kann ich auch natürlich auch noch mal einen Workshop machen über die Sachen, die misslungen sind. Das sagen, vielleicht nützt Ihnen das ja auch. Und natürlich würde ich auch gern wiederkommen, mindestens, ob jetzt mit einer praktischen Arbeit, aber mindestens, um natürlich zu sehen, ob die Erfahrungen, die ich hoffentlich hier lasse, bei der Nutzung des neuen Theaters etwas nützen. Vielen, vielen Dank. Yeah, thank you very much. So please join me in thank you, Jan Pabam, Edward Lam, Matthew and Eureka. I also want to thank the Hong Kong APA and the School of Theatre and Entertainment Arts, as well as the Goethe Institute of Hong Kong for supporting us so generously. Thank you very much. Thank you very much.